Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech. Ja, wir möchten heute das Dach weitermachen, uns von Skeletten abschießen lassen. Gott sei Dank habe ich es in Mehrzahl gesprochen, obwohl ich den da oben noch nicht gesehen habe. Das heißt, wir brauchen noch etwas Sand. Wie gesagt, der Hügel muss ja Gott sei Dank weg. Und einen Vorteil auch. Wenn wir den Sand komplett von dem Hügel weg haben, können wir einen Filler einsetzen. Gut, dann haben wir irgendwas mitgenommen. So, jetzt habe ich auch mal geschossen. Und nicht nur du. Gut. Dann lasset uns, ja. Oh oh. Wir out of Strom? Das ist aber nicht gut. Ja, da müsste ich auf jeden Fall demnächst auch was machen. Ah. Zu viel durchgejagt. Okay. Dann heißt es, dass ich fürs nächste Mal wieder wegen Lavazellen sammeln muss. Und danach müssen wir uns mal aber langsam aber sicher dann doch drum kümmern, dass wir eine permanente IC-Strom haben. Okay. Ja, genau. Stimmt schon. Leicht verwirrt. Oder stark verwirrt. So, das heißt, wir sind jetzt hier auch fast durch. Okay. Ja, Marvel habe ich auch noch keinen besorgt. Ich hoffe wirklich, dass das diesmal langt. Aber ich bin schon wirklich, wirklich beim Überlegen, ob ich nicht nochmal eine Schicht drauf klatsch. Aber das passiert dann definitiv nicht mehr heute. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Und auf dem Weg nach unten soll ich mal was essen. Ach ja, und wie ihr es gesehen habt, oder auch noch nicht gesehen habt, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Entschuldigung. Ich habe da oben ein paar Fässer angebracht, und zwar Holzfässer. Holzfässer, klar. Fässer mit Holz, so rum. So rum wird ein Brief draus. Und zwar, dass ich schön mein Holz hier verarbeiten kann. Und, ja, weil die Kiste schafft's definitiv nicht mehr. Das Holz zu verarbeiten. Kann ich mir sogar überlegen, ob ich nicht noch schon ersten Upgrades baue. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Okay, von dem Zeug haben wir jetzt mittlerweile auch genügend. Aus dem Zeug mache ich das Zeug da. Und das wird irgendwann unsere Hauptenergiequelle von unten mit. Jawohl. Und der ist jetzt, ja, fast bei 1000 Grad angekommen.
Das heißt, wir werden jetzt da bald noch Nummer 3 und Nummer 4 anschließen. Beziehungsweise, bevor wir jetzt wieder aufs Dach wandern, machen wir das schnell. Und zwar, das heißt, ich brauche schnell zwei Steinzeiträder, ja, ich mich auch. Okay, ja. Ich habe kein Holz. Ja, ich weiß, der war schlecht. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal ein paar Zahnräder. Davon brauche ich mal 4. Davon brauche ich jetzt auch 4. Okay, davon habe ich keine mehr. Haha. Oh oh. Ich brauche schnell einen Ruby. Und mach schnell eine Energy Cell. Die jage ich mal schnell hier durch. Oh Mann. Und ich komme jetzt natürlich nicht mehr an die MFE dran. Ja, okay, ich komme dran. Aber die ist leer wie nochmal was. Gut, dann heißt es ganz schnell hier die rein. Und jetzt hat er aufgehört. Gut. Und dann Trick 17. Die hier rein. Das heißt, er kriegt wieder Strom. Dass ich da wenigstens meine 6 Stück rauskriege. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Maschinen die ganze Zeit laufen. Und man keine vernünftige Energiequelle da unten hat. Ja, ja. Halt, dann brauche ich auf jeden Fall ich brauche mal wieder Holz. Ja, das Holz macht's. Meine Güte, da kommt schneller Holz durch, als ich gucken kann. Steine. Ich glaube, ich brauche 8. Der da dahin und die da dahin. Das war schon mal gut. Du da rein, dann brauche ich von dir 2. Von dir 4. Und von dir auch 2. Gut. Dann brauche ich nochmal ein und ein Steckerl. So. Und dann porte ich mich mal schnell zu meiner Lavaquelle, zu meiner neuen. Falls am besten. Ja, super. Ja. Ich habe wenigstens 2 Zellen dabei. Super, 2 Zellen. Nach Hause. Und ich habe wenigstens, hallo, die Chance, ein wenig Strom reinzukriegen. Gut, dann hätte ich gesagt, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann brauche ich natürlich noch da welche. Und ich vermute, dass ich nochmal einen Stein brauche.
Okay, dann heißt es, du kommst dahin. Oh, und ich habe mein Omni-Wrench mal mitgenommen. Eine Runde Begeisterung, hallo. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ich habe zwar die Steine dabei, aber das Kabel nicht. Ich hoffe, dass ich dann noch was hab. Ja. Kein Ding. Alles klar. Und dann noch da und dahin sind sie verbunden. Jetzt fangen die auch das Laufen an. Oh. Das heißt jetzt. Wer saugt denn das ganze Zeug leer? Das ist ja der Wahnsinn. Ich muss da mal runter. Und jetzt einmal kappen hier hinten. So. Fressen die immer noch so viel? Ach nee. Komisch. Ich schalte mal erst wieder ein, wenn es braucht. Okay. Dann hätte ich gesagt, haben wir da unten auf jeden Fall schon mal für Energie gesorgt. Und es ist mal wieder hell. Ich meine natürlich dunkel. Und, da sind sie. Das waren 30 Stück. Cool. Und ab ins Bettchen. Vor allem, da können wir jetzt dann oben unser Schlafzimmer einrichten. Ich weiß auch ungefähr, wo ich schon hinhaben will. Ja, wobei, da hinten ist eigentlich die schönere Aussicht. Ah, mal wird sehen. So, nach oben. Auf und davon. Dupp, dumm, die dumm. Schön. Klack, klack und klack. War jetzt klar, dass ich 20 übrig habe. Ja, wobei das da oben mir immer noch nicht gefällt mit dieser kleinen Spitze. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das da ist auf jeden Fall höher. Machen wir es mal so. Ja, aber Glasscheiben gehen da nicht rein, weil ich sie nicht fackeln kann. Okay. Der kommt auf jeden Fall mal so. Und dadurch, dass das jetzt noch mal einen weiter rausgeht, muss ich sogar noch so machen. So, kommen die auch weg. Nur das ist jetzt eine Frage. Noch einen oder keinen. Ja, weil das Problem ist. Ja, wo. Es ist wirklich schwer. Weil wir brauchen auf jeden Fall ein Kabel. Das ist eins hoch. Und wir haben die Energiezelle. Die ist nochmal ein hoch. Das sind zwei.
Außer natürlich, ich verlege das irgendwie anders, aber das schaut dann scheiße aus. Also ich möchte eigentlich das Kabel drunter legen. Dann würde das eigentlich heißen, dass jetzt dann hier eigentlich die Decke drauf kommt. Okay. Ja. Das wird lustig. Nochmal runter. Ja. Aber wenn es einfach wäre, ne? Könnte es ja jeder. Und das ist so schwer, das kann immer ich. Oder ich bin jeder. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja. So rum Kaster Katz. So rum auch. So rum ist auch Mist. Und das, was ich jetzt vorhabe, wird nicht gehen, hä? Das heißt, du bleibst da, du gehst weg. Also das kann ich vergessen. So rum kann ich es auch vergessen. Mann, das ist gemein. Könntest du nicht? So rum? So, das heißt, du kommst nochmal weg. Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt wäre ich gleich wahnsinnig. Ha, ich glaube, ich habe die falsche Ecke ausgesucht. Das kann ja gar nicht gehen. Ich hält. So, schauen wir mal, ob das geht. Das geht. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie sich miteinander verknüpfen. Ja! Haha! Das hat geklappt, das hat geklappt, das hat geklappt. Okay. Also das heißt, der schließt hier ab und ja, jetzt ist nur die Special-Frage. Wo lasse ich es? Wo mache ich das Dach rein? Vor allem, was für ein Dach? Ha, nee, das ist einfach. Also, welches Dach, das ich da reinbaue, da brauche ich nicht mal nachdenken. Guten Tag, die Herrschaften. Ups. Ich brauche da mal da von eben einem. So Art als Gerüst. Ja, toll. Kommst wieder runter. Okay. Dann hätte ich gesagt, kommt das. Einfach drauf.
Das heißt, wenn es brennt, wird es wenigstens lustig. Ja, ist super. Na, Gott sei Dank. Hammer. So, jetzt machen wir noch die kleine Strecke. Und beim nächsten Mal machen wir dann das die Großfläche. Aber die machen wir im Ich bin Fall-Modus. So, dann heißt es. Ja, Fall runter. Mach, was du die ganze Zeit magst. Okay. Ja, machen wir die eine Reihe hier auch noch durch. Nein, das war mal wieder falsch. Okay. Na, Fall runter. Gut. Und dann heißt es, die Mitte bleibt frei. Nochmal eine Reihe. Solange ich noch wegen von dem Holz einstecken habe. Spruce-Wood. Spruce, ja. So, dann heißt es, auf diese Ebene kommt das Kabel, auf diese Ebene kommen die Zellen und dann können wir hier abschließen. Also das heißt, das ist die letzte Reihe. Dann wissen wir Bescheid. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beim Zugucken und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Ciao!